Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Karmesin Livestream und natürlich dann auch später Video. Ja, ich habe mich ja letztes Mal gewundert, hey, warum kann ich eigentlich nicht gegen die letzten 5 Trainer kämpfen in der Liga AG? Ja, das liegt daran, dass das alles Lehrer sind hier von der Akademie und man die nur befreunden kann, wenn man deren Unterricht gemacht hat. Deshalb werde ich jetzt hier ganz mühevoll Mathematik, Sprachkurs, Kampfkurs, Kunst und Hauswirtschaft komplett durchmachen. Also alles. Weil erst dann ist man so auf einer freundschaftlichen Ebene mit diesem Lehrer oder Lehrerin und dann erst kann man gegen die kämpfen. Ja, das machen wir heute im Stream. Genauso werden wir danach auch noch gegen den Superboss kämpfen. Und danach habe ich vor, noch ein bisschen DBD zu swiffen. So, so sieht's aus. Ich fange mit dem Obersten an. Ich werde wahrscheinlich aber nichts vorlesen, weil darauf habe ich keinen Bock. Wenn ich jetzt alles vorlesen würde, dann würden wir hier wirklich noch bis nächste Folge sitzen. So, Quendella ist scheinbar die erste. Warum sieht die aus wie diese eine Rapperin? Erinnerterin. Wow. Okay, Zwischenprüfung. Was? Ich hab... Alter. Toll. Was für Schaden, wenn man ein Pokémon rasiert trifft. Er wird verdoppelter Schaden. Dir stehen 2000 Pokémon zur Verfügung, Pokémon kostet 200. Wie viele Bälle hast du dann noch? Also wie viele Bälle kannst du dann kaufen? Ja, 10. Wie hoch ist die reguläre Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen? 4%. Was geschieht mit dem Schaden, wenn nur eine Attacke im Volltreffer landest? Er wird verdoppelt. Ich hab's, glaube ich, falsch gemacht, oder? Die Rapperin heißt im Englischen Rhyme und Quendella Time. Oh. Okay, das macht Sinn. Sie rhymen sich. Okay. Wollen wir mal schauen, wie ich mich geschnitten habe. Hä? Was? Ich hab nicht bestanden. Junge, das trifft zu sehr home. Hilfe, was passiert hier? Mike, du hast gerade gesagt, Pflanze ist effektiv gegen Feuer. Hä? Nein, was? Hab ich nicht? Wann hab ich das gesagt? Nein. Wer hat das gesagt? Ich muss das wieder rufen! Das ist Betrug! Das kann nicht sein. Also, was geschieht mit dem Schaden, wenn man ein Feuer-Pokémon mit der Attacke Aquaknarre trifft? Er wird halbiert. Was geschieht mit dem Schaden, wenn man ein Feuer-Pokémon mit der Attacke Rasierer trifft? Ach so, okay, ich hab's falsch rumgelesen. 10 Stück. 4%. Verdoppelt. So, 5 von 5. 2 von 5 Fragen? Hä? Bin ich grad dumm? Junge, ich sitze doch bis morgen hier. Hä? Warte. Vielleicht war ich zu voreilig. Hä? Bin gerade voll verwirrt. Okay, nochmal ganz langsam. Was geschieht mit dem Schaden, wenn man ein Feuer-Pokémon mit Aquaknarre trifft? Feuer-Pokémon mit Aquaknarre verdoppelter Schaden. Feuer-Pokémon mit Rasierblatt. Er wird halbiert. Wir stehen 2000 Pokémon zur Verfügung. Ein Pokémon kostet 2200. Wie viele Bälle bekommst du, wenn du dein ganzes Geld ausgibst? Ja, 10 Stück. Hi, Vipercat. Wie hoch ist die reguläre Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen? Etwa 4%. Was geschieht mit dem Schaden, wenn du mit einer Attacke einen Volltreffer landest? Ah, er wird um die Hälfte erhöht. Ich dachte, guck mal, er wird halbiert und er wird verdoppelt. Die gleichen Antworten hat man vorhin gehabt. Aber jetzt, die Mitte war vorher, es ändert sich nichts. Und ich dachte, hier steht immer noch, ändert sich nichts. Ich habe zu schnell weggeklickt. So, jetzt haben wir aber 5 von 5. Wenn nicht, dann bin ich enttäuscht. Von mir selbst. Ich muss den Matheunterricht bestehen, Mann. Den Real-Life konnte ich auch nicht bestehen. Aber hier muss ich es bestehen. Komm, Pokémon, bitte. Jetzt am dritten Mal. Alle guten Dinge sind 3. Komm, bitte. Bitte laber dich, jetzt mach. Komm. Was war denn falsch? Egal. Oh, geil. S-Bonbons. Boah, krank. Ja, ich bin dumm. Okay, sorry. Ich bin dumm. Ich sage vom Typ Wasser mit einer Stärke von 100. Trifft ein Pflanzen-Pokémon und landet ein Volltreffer. Krass, eine Attacke von Typ Wasser. Zum Pflanzen-Pokémon. 75. Ist der Volltreffer. Wie hoch ist die reguläre Wahrscheinlichkeit, mit Steinkante an den Volltreffer zu landen? 4%.
Der zweimalige Einsatz von Schwester erhöht den Angriff von 4 Stufen. Was geschieht nun mit dem der durch die Attacken verursachten Schaden? Er wird verdreifacht, würde ich sagen. Du wirst aber durchgreifen für die Stärke eines Gestaltattacke, wenn sie von einem Gestaltattacke angesetzt wird, das den Terra-Typ Gestalt angenommen hat. Junge! Alter! 2, glaube ich. So. Jetzt sag mir, ich habe bestanden, dann kann ich gleich gegen die kämpfen. Und wie Max schon gesagt hat, das ist ja die Schwester von dieser einen Arena-Leiterin. Die sehen auch beide exakt gleich aus. Das ist wahrscheinlich das gleiche Model. Nur halt mit anderen Klamotten. So. Laber nicht, sag einfach. Komm. 4 von 5? Was war denn falsch? Die sagen ja nicht mal, was ich falsch gemacht habe. Toll. Immer schon weiter lernen. Wie? Kommt jetzt nichts mehr? Boah, wow, die lassen einfach so stehen. Ach nee, warte, die sitzt da. Die ist da. Das ist sie. Hi. Oh, Maike. Bitte versteh mich nicht falsch, wenn ich das frage, aber... Könnte es sein, dass du mich beobachtet hast? Ich bin gerade hergekommen, hä? What are you on about? Natürlich, was machst du doch nicht? Entschuldige die seltsame Frage. In letzter Zeit beschleicht mich immer wieder das seltsame Gefühl. Es ist, als würde mich jemand beobachten. Nicht einfach ein Pokémon, sondern einen ganz kleinen Mensch. Ich habe sogar meine Schwester gefragt, ob es ein Geist sein könnte. Sie kennt sich nicht mit sowas aus, weißt du? Also sie kennt sich mit sowas aus, weißt du? Ja, ist halt Geisterinleiterin. Aber sie hielt es für unwahrscheinlich. Vielleicht lauert da irgendwo ein Schüler, der nur auf den richtigen Moment wartet, um mir eine Frage zu stellen. Tja, wer weiß. Ja, dann wäre es zumindest kein Wunder, dass ich diese angespannten Blicke förmlich spüre. Falls ihr jemanden in der Nähe siehst, auf den das zutrifft, lass mich bitte wissen. Vielleicht wird es Zeit, dass ich von mir aus auf die Person zugehe und frage, was Sache ist. Muss ich die Person suchen? Ich bin ein bisschen angefreundet. Ja, aber ich habe mich nicht komplett angefreundet, glaube ich. Muss ich das jetzt wirklich machen oder hat sie jetzt einen anderen Text? Sie sehen, dass sie mich mit Fragen plagen. Bis bei mir in der richtigen Adresse. Hi. Ich bin kein Lehrer, schau doch, ich habe eine Schuluniform. Okay, keine Ahnung, vielleicht war das auch schon genug. Ich hoffe es mal. Machen wir Sprachkurs als nächstes. Und für die Lehrerin gerade. Da kann ich den Kampf drin lassen, die kämpfe überhaupt nicht. Was ist hier nochmal? Wer war noch hier mal? Sprachkurs. Ja, den können wir auch drin lassen. Ah, blendend. Muss ich euch hören? Are you ready? Ja. Lecker. Wow, super. Delicious Uishibono. Perfekte Weg, um lecker auszudrücken. Junge, spiel hier Duolingo oder was? Was waren die folgenden Ausdrücke? Kitos, gracias, merci. Danke. Goodbye ist. Was möchte ich denn folgende? Lecker. Achso, delicious. Passt nicht zu den anderen. I love you. Die guten Appetit. Guten Appetit. Was ist der erste Schritt einer guten Verständigung? Komplimente machen, glaube ich. Der hat diese tollen Sprachkurs, das heißt Salvatore. Okay. Und ich habe auch, ich habe gemerkt, hey, ich habe Pokémon noch gar nicht durch. Also mach ich jetzt durch. Damit ich dann die nächsten Tage was hab. Ja, alle für Fragen, let's go! Und krieg nur so Müll. Yippie! Tonlage, Pikachu, was sag ich nicht mal seinen Namen? Por favor. Welches Gefühl? Was wiederholen? Das würde ich umarmen, also würde ich mal sagen Freude. Leider falsch. Sein Ruf? Weiß ich nicht. Wütend. Ah, okay. Klatsch, klatsch. Ja komm, das ist Freude, das ist ja der normale Ton. Oder Überraschung? Nein. Also. Das ist traurig. Hä? Wo klingt das traurig? Das ist ja richtig dumm. Ich hasse den Sprachkurs. Ja, hab ich gerade schon lieb den. Toll. So, letzte Stunde. Are you ready? Musik in meinen Ohren. Was gibt's jetzt wieder? Hörverstehen. Ach, Junge. Was war das? Das war kurz. Was war das kurze? Schmerz! Nochmal? Du. Wie Freude! Ach, ich check das gar nicht, ne? Keep cool und legt euch ins Zeug. Let's begin. Alright. Welches der folgenden Wörter bedeutet lecker? Delicieux. I love you und Jetame. Ich liebe dich. Bitte, du.
Warte, nochmal. Traurigkeit? Wut. Kaum. Ja, Salvatore, nicht Salami-Brot. Oh Mann. Und die Erwartungshaltung steigt. Tweet. Nein, mach's einfach so, wie du meinst. Ich guck's mir auch an, selbst wenn das eine PowerPoint-Präsentation ist. So, bitte sag mir gut. 3 von 5, das reicht doch, oder? Ah! Ich hasse euer Vermögen, das ist so schrecklich. Wow. Also der Anfang hier war ja alles richtig. Das ist hier lecker, deliziös, delicious. Ich liebe dich, ist I love you. Ist dann Wut. Und das ist dann Traurigkeit? Keine Ahnung, ich rate. Salami-Brot natürlich. Gott, ohne Witz, das ist glaube ich bisher der schlimmste Kurs. Woher soll ich denn wissen, wie sich Pikachu fühlt? Das macht... Alter. Der macht's ja nicht mal irgendwie, hey, oder hm. Der macht's einfach komisch, so random. Keine Ahnung, daraus kann ich nichts rausnehmen. Komm, es reicht, 4 von 5. Ja, es reicht. Yes. Wo ist der Lehrer, hä? Huh? Hä? Huh? Wo ist der Spacko? Jetzt mal ehrlich, wo ist der? Ist er nicht normalerweise hier? Warte, ich kann mal hier nachschauen, ob ich ihn hier finden kann. In der Mensa ist sie. Und im Sportplatz ist er. Ah, man kann doch mal mit denen reden. Ja, dann machen wir das nochmal. Wahrscheinlich muss man sich dann noch mal ein bisschen mehr bonden. Das kann sein. Da ist sie. Hallöchen, Frau Lehrerin. Danke, hast mich erschreckt. Sind Sie zum Essen hier? Nein, nichts dergleichen. Als ich vorhin durch die Eingangshalle gelaufen bin, habe ich wieder diesen angespannten Blick in meinen Nacken gespürt. Also bin ich schnurstracks in die Mensa. Hier gibt es nämlich nur eine Tür, durch die man hinein oder hinauskommt. Wenn mein heimlicher Beobachter mir folgt, kann ich also sehen, um wen es sich handelt. Aha, da kommt jemand! Hm, komisch. Ich dachte, sie wäre hier reingegangen. Dann kann ich sie heute schon wieder nicht fragen. Ich glaube, dieses Mädchen habe ich schon öfter gesehen. Sie sieht mir nach einer Schülerin aus, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihre Frage nichts mit meinem Unterricht zu tun hat. Wenn ich dir das nächste Mal treffe, spreche ich sie drauf an. Danke, dass du mir so Gesellschaft gleich das hast. So ganz allein war ich doch ein bisschen nervös. Ja, yeah, ich habe ihr Vertrauen gewonnen. Heißt das, dass ich bin fertig? Mit ihr? Ich hoffe. Ah nee, sie ist nochmal hier im Sportplatz. Warum ist sie hier im Sportplatz? Vielleicht endet hier die Story mit ihr. Das würde mich freuen. Oh, ich muss hier rumlatschen. Und sie suchen, aber glücklicherweise habe ich sie zufällig gerade gefunden. Sprech sie mal drauf an. Na? Hast du schon angesprochen oder kommt das jetzt? Michael, willst du kurz hier bleiben und mir helfen, mich bereits bei dem Mädchen aufzuladen, das mich die ganze Zeit über beobachtet hat? Hä? Sie laden den Mädchen auf? Das ist ein bisschen creepy. Ja, es kann ja nicht ewig so weitergehen, dass ich mich ständig beobachtet fühle. Und ich habe mir das Gesicht in der Mensa gut eingeprägt, damit ich die Person zur Rede stellen kann. Aha, guck mal, zufälligerweise ist die doch gerade dort am Rennen. Sind ihre Quendelle? Oh Gott, hinter dem Baum versteckt. Beide creepy. Okay, sie haben mich also bewegt. Kein Wunder, wenn du rund um die Uhr in meine Richtung starrst. Also dann, ja, meine Frage. Darum geht es doch, oder? Du wirst mir mal was fragen. Ja, das stimmt. Also, ich bin ein großer Fan von ihnen. Und zwar schon seit sie als Arena-Leiterin aktiv waren. Gesteinsattacken sind einfach so cool. Hä? Gestein? Ach, ist das so? Aber dann haben sie sich vor 1,5 Jahren als Arena-Leiterin zurückgezogen. Warum? Das alles, was du wissen wolltest? Naja, es gab nie eine offizielle Stellungnahme dazu. Und unter den Schülern heißt es, dass sie Fragen danach immer aus dem Weg gehen. Es kam mir unhöflich vor, weiter nachzubohren. Deshalb konnte ich nie den Mut fassen, auf sie zuzugehen und sie selbst zu fragen. Daher auch der angespannte Blick. Jetzt wird mir alles klar. Hä? Angespannter Blick? Ach, nicht so wichtig. Meinen Posten als Rennleiterin habe ich an den Nagel gehängt, weil ich mich auf meine Tätigkeit als Lehrerin konzentrieren wollte. Außerdem ist meine Schwester sowieso schon Rennleiterin. Hat keinen Spaß gemacht mehr. Ganz im Gegenteil, wenn ich darüber rede, bin ich ganz wehmütig. Deswegen bin ich den Fragen der Schüler ein bisschen aus dem Weg gegangen. Ah, verstehe. Sie wollen nicht irgendwann in die Arena zurückkehren? Nee, kein Bock.
Meine Schwester führt die Rolle gerade hervorragend raus. Das reicht doch. Und mir macht meine Arbeit als Lehrer so ohnehin Spaß. Wäre wunderbar, wenn du mir die Chance geben würdest, dich als Lehrerin genauso zu beeindrucken wie als Redner drin. Okay, kann ich verstehen. Auch wenn ich trotzdem ein bisschen traurig darüber bin, dass ich sie nicht mehr in der Arena sehen werde. Danke, dass Sie meine Frage beantwortet haben, Signora Quindella. Ah, schön, dass wir es geklärt haben. Yippie. Puh, ich war vielleicht nervös. Ich musste mir richtig Mühe geben, cool zu bleiben. Einfach war schon ein wenig eingeschüchtert, als ich dann diesen angespannten Blick in meinen Nacken gespürt habe. Doch dank deiner Hilfe weiß ich nun, dass sich nur um meinen größten Fan gehandelt hat. Danke, dass du für mich da warst. Marke. Ich würde gerne eine Kleinigkeit schenken. Hoffentlich wird es sich auf dein Abenteuer mit sich verweisen. Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Egal. So, verstehe das nun prächtig! Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Story hier noch weitergeht. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass wir das jetzt fertig haben. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Dude. Ich muss nur erstmal suchen hier. Die laden ja auch erst, wenn ich in der Nähe bin. Das ist ein bisschen doof. Die haben wir schon gemacht. Tatsächlich. Beim letzten Mal, glaube ich. So, bist du das? Das ist er, ne? Ja, doch, das ist er. Hi, du hast ein Pokémon liegen. Oh, Maike, ich stecke in der Klemme. Sieh nur. Dieses Pamo ist zusammengebrochen. Es scheint ihm gar nicht gut zu gehen. Was soll ich tun? Was soll ich denn tun? Geben Sie ihm noch einen Trank. Ich kann ihm ein paar schenken. Oh, natürlich. Ich brauche einen Trank. Hast du welchen zur Hand? Klar. Ja, schenke ich ihn. Ich habe nicht immer die Antwort, weil ob ich will oder nicht. Ich muss einfach. Hier, mein little friend. Ich hoffe, dass der Trank dich wieder zur Vordermann bringt. Ach, guck ihn dir an. Schon süß. Puh, sieht aus, als sei die Krise überstanden. So wie es aussieht, hat dieses Pamo keinen Trainer. Heißt das, ein wildes Pokémon hat sich in die Akademie verirrt? Hm, aber wir können es ja nicht einfach hier allein lassen. Okay, das ist eine heikle Situation. Also werde ich die Sache selbst in die Hand nehmen und mich um den little darling kümmern. Thank you very much für deine Hilfe, Maike. Yay. Adios, bye-bye. Nee, bye-bye sage ich erst später. Wir müssen noch einmal ein Wörtchen unterhalten, du. Das war's noch lange nicht. Es nimmt hier kein Ende. Okay, ich guck ganz kurz nach. Ja, okay. Scheinbar immer drei Texte. Und dann ist deren Story vorbei. Sorry, das war mein Stuhl. Okay. Ah. Was? Nein, hier bleiben. Die Kramux da oben. Der redet mit Jim. Mit Jim? Hallo, meine liebe Maike. Danke nochmal für deine Hilfe neulich. Hier, willst du selbst noch Pamo sehen? Es wirkt ruhig. Ja, ihm geht es wieder alright, aber es ist wohl eher von der gemischten Sorte. Ich habe auch Signora Mimi gebeten, es zu untersuchen. Sie meinte, Pamo sei völlig gesund. Es hat anscheinend keinerlei Verletzungen oder Krankheiten. Zwar nur auf einem KP. Aber es gibt keinen Box von sich. Selbst Senior Jim hat sich das nicht erklären lassen können. Sorry, aber keine Ahnung, Mann. Das ist mein Fachgebiet. Ah, das macht doch nichts. No worries. Allerdings habe ich mal einen Blick auf die Aufzeichnungen der Überwachungskameras der Akademie geworfen. Offenbar wurde es von einem wilden Puppe angegriffen und ist deshalb in die Akademie geflüchtet. Vielleicht war der Schock so groß, dass es im Moment einfach nicht speichern mag. Ja, das muss es sein. In dem Fall ist es natürlich völlig in Ordnung, dass es so schweigsam ist. Attendanz um Bö. Früher oder später wird es sich bestimmt wieder äußern wollen. Mit Geduld und Zeit kommt man weit. Was in den Herzen anderer vor sich geht, ist für uns oft unbegreiflich. Egal, ob man One, Deutsch, Tre oder Sartre-Sprachen beherrscht. Aber ich werde nicht den Mut verlieren und mich gedulden, bis wir zwei uns verstehen. Cool. Viel Spaß und Glück. Spiel, Satz und Glück. Operatoren. Yeah. Lehrerzimmer, wir schleichen uns einfach rein, wenn wir dürfen, aus irgendeinem Grund. Weiß zwar nicht warum, aber wir dürfen. Hallo, meine liebe Maike. Pamo geht es prächtig. Aha. Haha, das Kleine ist einfach eher der ruhige Typ. Nur fürchte ich, dass es Schwierigkeiten haben wird, mit seinen Freunden zu kommunizieren, wenn es keinen Laut von sich gibt. Vielleicht hat das ja Handzeichen? Naja, wilde Pokémon informieren sich gegenseitig mit ihren Rufen über alles Mögliche. Wo man Nahrung findet, ob Feinde aufgetaucht sind und so weiter. Wenn es in die Wildnis zurückkehrt, kann es also möglicherweise nicht mit seinen Artgenossen kommunizieren. Hm.
Was sagst du, Maike? Wo ist dieses Paar am besten aufgehoben? Bei Ihnen, Salvatore. Senior. Avec moi? Meinst du es ernst? Seriously? Ja, das reicht. Ich schätze, es könnte einfach hier bei mir bleiben. Ich war so fokussiert darauf, seine Rückkehr in die Viertels aufzupäppeln, dass mir das gar nicht in den Sinn gekommen ist. Ich meine, das steht da so, als wäre es ihr Pokémon. Bravo, was hältst du von dieser Idee? Bravo! Pabo, es hat gesprochen! Oh mein goodness! Auch ohne die Sprache der Pokémon zu verstehen, war das ein klares Yes! Muchas gracias, liebe Maike! Und Dankeschön, habe ich etwas für dich. Du hast bestimmt Interesse daran, seines Pokémon zu trainieren, nicht wahr? Ein Mauzi? Ich freue mich so. Ich werde mich gut um Pabo kümmern. Darauf kannst du dich verlassen. Sein Team war voll. Hatte schon 6 Pokémon. Musste eins abgeben. Wir haben jetzt einen Mauzi erhalten? What? Hier. Mauzi Level 5. Hier, Gala Mauzi. Also, du Tass. okay. Ja. Das kann man halt schon seit Anfang des Spiels haben. Das ist auch Level 5. Cool. Für die Leute, die es unbedingt am Anfang des Spiels haben wollen. Das hat ja auch eine Weiterentwicklung, die ganz nett ist. Ja, ihr habt das. Ich würde es aber nicht empfehlen. Es gibt hier nämlich viel coolere Pokémon in diesem Game. Und ich würde sagen, jetzt machen wir weiter mit den letzten 3 Prüfungen. Oder halt Unterrichten, ja. Und nochmal fürs Video. In der Beschreibung ist der komplette Stream. Falls ihr euch das ein bisschen genauer anschauen wollt, aus irgendeinem Grund, könnt ihr euch das geben. So. Jetzt aber erstmal den Unterricht machen. Den skippe ich dann im Video. Nur halt die Prüfungen und die Interaktion lasse ich drin. Ach, das haben wir noch gleich fertig gemacht hier mit dem Kampf. Ich dachte, das hätten wir schon fertig gemacht. Scheinbar nicht. Hä? Wirklich nicht? Weird. Je höher die Spezialverteidigung des Pokémon ist, desto weniger Schaden erhält es durch Spezialattacken. Vielleicht auch schon der Name. Was hat keinen Einfluss auf den Schaden, der einen Attack verursacht? Die Typ-Attacke, die Schlagattacke, der Name. Ja, der Name natürlich. Wie viele Trainer nehmen an einem Terra-Raid teil? 4. 8. Womit kann man den Terra-Schild eines Gegners durchbrechen, terrorisieren und angreifen? Welchen Pokémon-Typen bevorzugt Signora Amura? Ja. Kampf? Oder Psycho? Keine Ahnung. Ich denke mal Kampf. Diese Kampflehrerin. Oh, ja. Wenn ich jetzt nur 4 von 5 richtig habe, dann wahrscheinlich, weil sie, weiß nicht, Psychopop oder sowas trainiert. I don't remember. Oh, no. So, skip, 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 skip. Komm, zeig, 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 zeig. Yay, alles richtig. Ja, die Bonbons sind am Anfang des Spiels halt cool gewesen. Aber hat man nicht nötig. Okay, Fragebogen. Mit welchen Anfeuern hört man bei einem Terra-Raid-Angriff und Spezialangriff aller Mitschreiter? Haut rein, jetzt mit Schmackes, volle Kraft voraus. Jetzt mit Schmackes würde ich mal behaupten. Wie nennt man es, wenn Puppen mit der R-Taste in den Kampf geschickt werden? Mach du mal. Auto-Match, Autokampf. Mach du mal. Was zum tun, Pizza halten? Hacking betreiben? Ja, eigentlich schon, ne? Lawinen antreten. Eigentlich schon, aber es ist halt, glaube ich, die Trap-Frage. Ich glaube, Materialien tauschen ist das Richtige. Welchen Level erhalten Pokémon mit dem strengen Regel? 50. Dürfen bei Link-Kämpfen mit normalen Regeln einem Team identische Pokémon-Arten und identische Trainer-Ereignisse verwendet werden? Ja, denk schon. Geht davon aus. Ja, da sagt das. Doch, Marc, es ist doch egal, was er sagt. Du bist immer ein Skymatchen. Charakter. Aber nicht, wenn du gegen mich kämpfst. Das machst du natürlich nicht. Erster. Hi, Michael. Was geht ab? 4 von 5, es reicht. Yay. Ich weiß nicht, was falsch war, aber egal. Das haben wir fertig. Schön. So, dann reden wir doch direkt mal mit ihr. Hallo? Ich rede mit einem Puma gerade, glaube ich. So, Hauswirtschaftsraum. Da ist sie. Legion Risker. Ja, vor allem Legion Max. Ups. Wo bist du denn? Ich krabbel mich hier durch. Hi. Anton geht ab. Oh, sowas von. Tag, dein Zugang. Wer hätte gedacht, dass wir uns hier im Hauswirtschaftsraum über den Weg laufen, ha? Huh? Wow, so ein Zufall, ja. Ich bin aus einem bestimmten Grund hier. Offenbar absolviert Senora Amura gerade ein Spezialtraining in Sachen Sandwich-Zubereitung. Oh, das ist jetzt... Achso, das hat er gesagt. Oh. Ja, Mann, das macht sie. Oh, es ist das Mauzi aus dem Sack.
Das habe ich ja vorhin geschenkt bekommen. Oh, tut mir leid, soll das ein Geheimnis bleiben? Naja, nicht unbedingt, aber ich möchte nicht uncool wirken, wenn die Leute herausfinden, dass ich ein Spezialtraining für sowas brauche. Verstanden, dann werde ich aber jetzt meine Zunge hüten. Ich schneide sie für dich ab. Ah! Ach, der Zug ist abgefahren. Was soll's? Eigentlich ist es ja ganz gut, dass du hier bist. Du kannst mir helfen, Michael. Jemand muss nämlich das Sandwich probieren und ich... Oh Gott, nein. Es ist matschig, schwer zu essen und wie üblich geschmacklos. Roher Schinken, gebratener Speck und Chorizo. Was sagst du zu meinem Fleischberg-Sandwich? Was sagt sie wieder? Ah, Mann, die Namen sind komisch. Was hat sie gesagt? Ja, roher Schinken, gebratener Speck und Chorizo. Bisschen mehr Gemüse wäre gut. Nicht gut. Was? Ich hab mich versetzt. Ich hab mich versetzt, dass du den Muskelaufbau versteift, dass der Geschmack darauf hingelandet. Für den Anfang würde ich Butter verschlagen. Etwas Butter auf dem Sandwich kann Wunder bewirken. Sie verhindert, dass das Wasser aus den Zutaten in das Brot eindringt und es matschig macht. Außerdem eignet sie sich als Geschmacksträger. Butter? Oh, danke. Ich kannte das gar nicht. Naja, für mich sah es aus, als würdest du nur wild in der Küche rumfuchteln und hättest mit der Zubereitung noch gar nicht begonnen. Ja, wir haben es ja mal. Danke dir und Senor Sagura Saguaro. Mein Gott. Habe ich einiges gelernt. Danke für eure Hilfe. Yippie. So sieht es halt irgendwo unter einer Slipknot Skin kommt, werde ich gezwungen. Ah ja. Sanitator. I need a Sunny. Right now, please. Da ist sie doch. Sie redet mit der UFO. Lass die UFO in Ruhe. Nein, niemals. Nein, und nochmals nein. Komm schon, jetzt hab dich doch nicht so. Was ist denn hier los, Domme? Ah, Neuzugang. Du kommst wie gerufen. Senora Mimi verweigert sich, meinen Sandwich zu essen. Natürlich verweigere ich mich. Ich hab keine Lust, mir den Magen zu verderben. Puh. Mein Sandwich verdirbt doch nicht den Magen. Und was hast du mit dem letzten Sandwich? Fleisch zwischen Fleisch? Umwickelt mit Fleisch? Ich bin Veganerin! Das konnte ich doch nicht verwissen, so. Außerdem dachte ich, es wäre veganes Fleisch. Hat der Bio drauf, alles. Hä, was soll das denn heißen? Damals! Wir reden vom letzten Monat! Ach, geteilt's. Schon traurig, dass ich extra ein Spezialtraining des Sandwich-Zubereitung absolviert haben muss und ich trotzdem so kacke bin. Spezialtraining? Ach, tun Sie doch einen Gefallen. Ich meine, what's the worst that can happen? Wenn eine deiner reizenden Schülerinnen mich darum bittet, kann ich einfach nicht Nein sagen. Dann wäre er damit aus und durch. Endlich nimmst du Vernunft an. Hier bitte. Der Geschmack ist einfach etwas zu dominant, aber an sich gar nicht mal so schlecht. Ich muss gar nicht direkt zur Klette laufen, sondern später. Wow. Jawohl, also hat sich mein Training ausgezahlt. Deine Meinung ist mir besonders wichtig, weißt du? Und jetzt konnte ich dir sogar eine Freude bereiten. Super. Yay, ab nach Gordon Ramsay, die Show. Danke, Mimi. Und natürlich auch danke dir, Neuzugang. Ich werde mir auch die Jacke von Susi kaufen. Echt? Ich war mir überlegen, es zu holen, aber ich weiß nicht, es ist teuer. Huch, wo wir sehen? Was soll die Aktion denn jetzt überhaupt? Senora Amura ist schon Stammkundin bei mir im Sanitätsraum, weil sie sich ständig verletzt. Kein Wunder, wenn sie immer so aufgedreht ist. Ich meine, sie ist Kampfsportlerin. So, mehr oder weniger. Also, ja, wundert mich nicht. Tut mir leid. So, Akademie-Kiosk. Oder Raum? Ich habe Kiosk gelesen. Weiß nicht, ob das stimmt. Ja, doch, Kiosk. Ja. Was willst du denn hier kaufen? Aber bitte nicht kaputt machen, ja? Tag, Neuzugang. Na, bist du auf Einkaufstour? Immer doch zum Shoppen da. Ah, dann bist du mal Akademie-Kiosk. Genau richtig. Ich kann einfach alles. Bin eigentlich hergekommen, einen Blick auf die riesige Sandwich-Auswahl zu werfen. Die sind nämlich hier super lecker und voller Zutaten. Und das Training? Ich muss zugeben, dass diese Art von Training für mich sehr ungewohnt und genauso anstrengend war. Mein Ziel habe ich erreicht, deshalb lasse ich die Kochschürze jetzt erstmal eine Weile ruhen. Ah, du fragst dich sicher, was für ein Ziel das war. Eigentlich wollte ich mich nur bei Senora Mimi dafür revanchieren, dass sie mich so oft verarzt ist. Ich finde es bewundernswert, wie feinfühlig sie ist und wie geschickt sie mit ihren Patienten umgeht. Also wollte ich versuchen, mich auf kulinarische Weise bei ihr zu bedanken, aber das war einfach nicht meine Stärke. Mhm. Stattdessen habe ich beschlossen, mich auf das zu konzentrieren, was ich gut kann. Sportlich und energiegeladen sein.
Im Unterricht habe ich das auch schon mal erwähnt. Erinnerst du dich, für Menschen wie für Pokémon gilt, dass man ihre Stärke fördern sollte? Danke, dass du mir geholfen hast. Protein, So, das war's dann. Wie tanke ich dann heute Protein? Ich kann es wieder zurückgeben. Kannst es ruhig wieder haben, wenn du willst. Na gut. War's das dann mit ihr? Ich glaube schon. So, Kunst! Kommt als nächstes. Wer war Kunstlehrer? Oder Lehrerin? Ich glaube, es war ein Typ, ne? War das nicht ein Typ? Oh, er! Also gegen den haben wir doch bestimmt schon mal gekämpft, Max, oder? Ich glaube schon. So, fangen wir direkt an mit der Tischprüfung. Let's freaking go! Was ist schon bei der Terrakristallisierung über den Kopf eines Pokémon? Ein Terrakristall. Wenn die Antwort auf Frage 1 die Form einer Blume hat, welchen Typ hat dann das Pokémon? Pflanze. Welchen Form haben alle Schneeflocken? Ein Hexagon. Wo findet sich das Restaurant, in dem man den Terra-Typ eines Pokémon ändern kann? Das Clara hat er, glaube ich, ganz kurz in dem Text erwähnt. Woran erkennt man, ob etwas schön ist? Man kennt es an Farbe und Form. Das sieht jeder anders. Ich weiß es nicht, die korrekte Antwort. Das sieht jeder anders? Würde ich jetzt mal in Real Life sagen? Ja, ich mach von aus. Boah, die sind alle so jung, ne? So viele Kinder und dann sind die Erwachsenen. Was heißt Erwachsenen? Älteren Teenager. Umgehen CA kannst du auch Shiny Knackknack legit benutzen. Cool. Alright. Alles richtig. Yeah, im Auge des Betrachters liegt die Schönheit. Dann würde ich schon sagen, könnte es sich lohnen, die komplette Akademie am Anfang zu machen. Aber ganz ehrlich, das ist so viel Text und so viel Lesen und es ist too much. Es ist way too much. Und dass das auch noch gezwungen ist, wenn du 100% haben willst, ist auch noch Bullshit. Ich finde, das sollte optional bleiben. Aber ich muss erst mal den Unterricht machen, weil danach erst kann ich mich mit dem befreunden und danach erst kann ich 100% machen. So dumm. Oh. Also, wie heißt das Lokal, in dem man den Terra-Typen eines Pokémon ändern kann? Schmatzstube. Schatzstube. Schatztruhe. Ja, Schatzstube. Das ist ja ein Lokal. Nicht eine Truhe. Wie heißt das Meisterwerk des Künstlers Kolso? So ein Flora am Wendepunkt. Wie viele Wasserfälle gibt es unter den 10 Wundern? 2, hoffentlich. Was ist der Name eines berühmten Anblicks, der zu den 10 Wundern Paldias zählt? Kucharico nicht mehr? Hoffe ich. Hat ein Pokémon kein Zeichen, wenn du ihm begegnest? Heißt auch später keins erhalten. Doch. Oder? Keine Ahnung. Ich weiß, er ist gesagt nicht. Ich hab absolut keine Ahnung. Und 4 von 5! Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Da bin ich vollkommen zufrieden, du. Ganz ehrlich. Manche betreiben es. Oh Gott, als ob. Ja, die machen sich ja mehrere Löcher, manche, ne? Ich glaub nicht. Okay. Sportplatz. Warum immer alle im Sportplatz? Mann! Auf damit! Okay, es sagt am Anfang. Nein. Ein Tschüss ist gerade aus daneben. Sei gegrüßt, Maike. Bisweilen komme ich hier zum Sportplatz. Es ist schön, die Schüler mit so viel Energie und Elan zu sehen. Finde ich auch. Krass, Max. Oh, ist es so, dass eine überraschend erwachsene Meinung für jemanden, der selbst noch so jung ist? Senior, ist nicht kurz zu sprechen? Was machst du denn hier? Ich hab dir doch schon oft gesagt, dass du keinen Fuß in dieser Akademie setzen sollst! Wir sollen mir aber vor unserer Familie so zu reden gar nichts Vorrang haben. Das ist die Frau. Es war mir Vergnügen, mit dir zu sprechen. Mag. Mir ist etwas Wichtiges dazwischen gekommen. Wenn du mich entschuldigen würdest. Okay. Lass uns woanders darüber sprechen. Folge mir. Ah, ich soll dir einfach folgen? Okay, warte, ich folge dir. Kein Problem. Ich wurde gerade eingeladen, mit ihm zu reden. Ja, okay, wenn er in der Eingangshalle ist, dann ist er wahrscheinlich schon fertig. Weil du gehst nicht in die Eingangshalle, um ein privates Gespräch zu führen. Hat da keinen Sinn. Ah, da steht auch schon. Flint. Flint hier bei den Büchern. Er setzt bei ihr Drachenwut an. Oh nein, bitte nicht. Das ist ein Ausrufezeichen in seinem Cape. Oh, Maike, hallo. Ich war so tief in Gedanken versunken, ich habe dich gar nicht kommen sehen. Ich muss mich bei dir entschuldigen für das letztes Mal auf dem Sportplatz passiert ist. Wovon redest du denn?
Alles gut. Ich musste mich doch inmitten unserer Unterhaltung plötzlich davon machen. Die Trainerin, die an dem Tag auftaucht, ist eine Verwandte von mir. So, ich hatte Frau. Meine Familie ist seit jeher aus auf das Training von Drachenpokémon spezialisiert. Seit meiner Kindheit wurde ich dazu erzogen, irgendwann als Oberhaupt an der Spitze meiner Familie zu stehen. Jedoch war ich in meiner Jugend ausgesprochen rebellisch. Eines Tages lief ich von zu Hause weg mit dem festen Entschluss, meinen Lebensunterhalt mit Musik zu verdienen. Seitdem ist viel geschehen. Heute stehe ich hier als Kunstlehrer und Mitglied der Top 4. Außerdem war meine Musik echt Trash, Mann. Nachdem ich mich neulich noch so abrupt verabschiedet hatte, bat mich meine Verwandte, das Unterrichten aufzugeben. Stattdessen sollte ich nach Hause kommen und die Nachfolge als Familienoberhaupt antreten. Anscheinend geht es dem derzeitigen Kopf der Familie meinem Vater gesundheitlich nicht gut. Ich bitte um Entschuldigung. Für mich als Lehrer ist es beschämend, Schüler mit meinem Problem zu belasten. Dürfen die es überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die dürfen das eigentlich gar nicht, oder? Bin mir nicht sicher. Bitte geben Sie nicht auf, Sie sind guter Lehrer. Deine Worte sind mir ein großer Trost, lieber Baiko. Ich danke dir von Herzen. Yay! Yippie! So, aber ein Gespräch haben wir noch mit ihm. Die Okul. Ja. Natürlich im Kunstraum, wo denn auch sonst? Oh, hi. Bist du schon direkt hier? Da ganz kurz, da wäre so links so ein Richiramen, weil es so komplett weiß ist, aber ich glaube, es ist auch irgendein anderes Vogel-Pokémon, oder? Na, wenn das nicht Maike ist! Du hast so ein Talent dafür, immer zum entscheidenden Zeitpunkt hier aufzutauchen. Ist was passiert? Ja, weißt du... Sinjas, ich bin nicht hier, um dich abzuholen. Oh, da bist du ja. Das ist entschlossen, die Nachfolge der Familie überhaupt anzutreten, sehr schön. Nun, ich habe in der Tat eine Entscheidung getroffen. Und zwar habe ich entschieden, weiterhin an dieser Akademie zu unterrichten. Nee, bitte, du lässt unsere Familie einfach so einen Stich? Meine Prioritäten liegen eben woanders. Schau dir bitte die Kunstwerke in diesem Raum an. Das ist Picasso, ne? Das ist wunderschön, das ist zweifelsohne das Beste. Ich fühle mir nicht seliger, als diese Jugendtalente aufblühen zu sehen. Ich muss offen gestehen, dass mir dies erheblich mehr Freude bereiten würde, als jetzt meinen toten Vater zu sehen. Das ist lächerlich! Aber genau diese Verwegenheit zeichnet sich als, Sinjas. Sie beweist, dass du in der Tat würdig bist, dem Willen der Drachen weiterzuführen. Ich habe nicht vor, aufzugeben. Ich werde immer wieder versuchen, dich zu überzeugen. Ja, mir egal. Versuch's ruhig. Ich muss schon bald feststellen, dass ich dich in Sachen Hartnäckigkeit übertreffen werde. Außerdem war die Krankheit meines Vaters doch nur eine Lüge, die du erfunden hast, um mich zu überzeugen, nicht wahr? Ha, wir sehen uns! Wow. Die wollen nur das Geld von ihm. Was für dieses peinliche Spektakel, entschuldigen. Ich habe wirklich kurz davor, mich von meiner Position als Lehrer zu verabschieden und nach Hause zurückzukehren. Aber meine Schüler, ganz besonders deine lieben Worte, Maike, haben mit den Mut verliehen. Nein zu sagen. Dafür bin ich euch jungen Leuten unendlich dankbar. Ich möchte, dass du das hier annimmst. Es reicht nicht annähernd aus, aber nimm es einfach. Nun gut, somit ist es offiziell. Ich werde bleiben. Yeah, jetzt sind wir Freunde. Yippie. Und ein Fach fehlt jetzt noch. Dann geht's auf zum Kampf. Ich habe extra noch mal vorher eine halbe Stunde oder so noch mal Punkte gefahren, weil ich nicht genug hatte. Jetzt sollte ich genug haben. Oh Gott, Hauswirtschaft. Oh Gott. Das ist ein Thema an sich, das will ich gleich erst auspacken.